Ein klassischer Mantel neu interpretiert. Das glückt Alexandra von Hannover in Paris besonders gut. Die 23-Jährige genießt aktuell etwas Zeit in der Modehauptstadt, passend natürlich zur Fashion Week in der französischen Millionenmetropole. Doch wir werfen einen genaueren Blick auf ihr Outfit. Zu einem hochgeschlossenen weißen Hemd kombiniert die jüngste Tochter von Caroline von Hannover eine schwarze Handtasche mit Goldkettenapplikation. Passend dazu eine Sonnenbrille mit goldenen Akzenten. Ja, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Auch nicht bei ihrem Schuhwerk. Ihre hautengen Lederboots in dunkelrot sind nämlich definitiv ein weiterer Hingucker. Doch die 23-Jährige hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Das wird erkennbar, als sie ihren Mantel etwas lüftet. Darunter versteckt Alexandra einen Minirock in Schwarz. Wow, hier legt die Monegassin wirklich einen atemberaubenden Auftritt hin und strahlt neben vielen anderen geladenen Gästen auf der Fashion Show von Stella McCartney. Was uns jedoch auffällt, nachdem Alexandra von Hannover zuletzt vor allem mit Freund Ben Silvester oder Schwägerin Beatrice Borromeo auf ähnlichen Events gesichtet wurde, ist es Auftritt Nummer 2 innerhalb kurzer Zeit, bei dem sie sich ganz alleine präsentiert. Mit ihrem gekonnten Look beweist sie aber eindeutig, hier ist sowieso nur sie der Star.